Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Horse Reality Spezial. Ich bin gebeten worden, doch mal zu erklären, was es mit der Riding School, mit dem Veterinary, also mit dem Tierarzt auf sich hat, was es bedeutet, den Hufschmied halt eben zu nutzen. Wozu ist das eigentlich alles gut? Das bin ich gefragt worden und das möchte ich in diesem Video einmal gerne klären. Was ich verspreche, das halte ich. Ich habe versprochen, ich mache dieses Spezialvideo einmal für euch, für die, die auch neuer dabei sind und das Spiel vielleicht noch nicht so gut kennen. Genau, wir starten einmal in der Riding School. Ihr beginnt alle damit, mit diesem kleinen Schubkarren-Symbol. Damit fangt ihr an. Ihr müsst mindestens 350 Klicks haben, um danach Fohlen füttern zu dürfen. Nach weiteren 250 Klicks geht es dann halt weiter zum Hufe auskratzen. Ihr bekommt halt eben immer dementsprechend Geld dafür. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich halt eben Pferde reiten darf in der Riding School und bekomme da für meine Arbeit halt eben auch etwas Geld. Dementsprechend könnt ihr euch halt eben auch etwas Geld dazu verdienen. Das ist halt eben dann auch eine schöne Sache. Mit einem einfachen Klick habt ihr halt eben wieder Geld zur Verfügung. Dann ist es wichtig für eure Pferde, dass ihr halt eben den Schmied regelmäßig kommen lasst, wie im richtigen Leben. Hier könnt ihr halt eben entweder alle wählen, wenn ihr dementsprechend euch das Paket gekauft habt. Paket meine ich damit halt eben bei den Dienstleistungen, dem Prämien-Account. Der kostet 650 DP, lohnt sich aber, je mehr Pferde ihr habt. Für so ein paar Pferdchen, 20, 30 Stück würde ich sagen, reicht es auch aus oder auch schon auch noch bei 40, die selber zu verpflegen. Danach wird es anstrengend. Danach wird es richtig anstrengend, weil ihr fünfmal hintereinander wegklicken müsst, um die Pferde zu versorgen. Dann noch alle Pferde trainieren, das ist schon anstrengend. Ich habe das mal eine Weile gemacht mit 80 Pferden, glaubt mir, da geht ein ganzer Abend drauf. Das ist nicht ganz so toll, also das solltet ihr euch gönnen. Müsst ihr aber nicht. Ja, also es ist natürlich immer freiwillig. Naja, jedenfalls, Hufschmied ist natürlich wie im wahren Leben wichtig, damit die Hufe gesund bleiben und auch damit natürlich die Werte konstant bleiben bei euren Pferden. Beim Tierarzt gibt es verschiedene Punkte, wie den Gesundheitscheck, die Impfungen, Mikrochip wird gesetzt. Genau. Es ist noch nicht streng im Spiel halt eben kontrolliert, aber es wird irgendwann, soll es kommen, dass Pferde dann nur noch reisen können oder halt eben aktiv an einem Wettkampf teilnehmen können, wenn sie gecheckt sind, wenn sie geimpft sind und wenn sie einen Mikrochip haben. Na, das ist halt eben auch wichtig. Das ist so ein bisschen an das wahre Leben angelehnt. Da wird das auch gemacht. Pferde werden gechippt, sie werden gecheckt und sie werden geimpft. Das könnt ihr halt eben auch entweder einzeln machen. Dann geht ihr einfach nur auf Prüfen oder, so wie ich das jetzt machen kann, auf Wählen sie alle und schon habt ihr das halt eben gemacht. Wie gesagt, ist wichtig, um die Gesundheit eurer Pferde zu erhalten und natürlich auch für die Wettkämpfe. Ein nicht gesundes Pferd bringt keine Leistung, dementsprechend natürlich auch schlechtere Werte bei den Wettkämpfen und bei den Komfos. Ne? Das heißt, bei den Prüfungen, bei den Schönheitswettbewerben sozusagen. Und es kann keinen guten Platz erreichen, wenn ihr das halt nicht regelmäßig macht. Das ist auch wie im wahren Leben. Dann gibt es noch die Zwillingsembryo-Entfernung hier. Das heißt, sollte eure Stute, was bei mir noch nicht vorgekommen ist zum Glück, eine Zwillingsschwangerschaft haben, könnt ihr hier einen Embryo entfernen lassen. Wenn ihr das nicht tut, dann kann es sein, dass halt eben Fohlen und Mama versterben. Das ist ein Risiko, was ihr dann eingeht. Würde ich nicht machen wollen. Also sollte eine meiner Stuten je irgendwie mal ein Zwillingsembryo haben, dann würde ich einen davon entfernen lassen. Könnt ihr dann hier für 50 Horse Reality Coins tun. Dann gibt es die Hormoninjektion. Das heißt, sie wird dann halt eben, ja, wie nennt man das, wenn die...
Rossig, genau. Jetzt habe ich's. Na, also die wird dann in die Hormone kommen. Wenn sie nicht in Hitze ist, kann man das halt eben dann geben. Und in 30 Minuten wird sie in Hitze kommen. Man kann Glück haben, dass eine Stute dann besser aufnimmt. Es ist aber keine Garantie. Also ich habe schon oft genug gehabt, dass ich das gemacht habe und die Stute dann nicht aufgenommen hat. Und sogar besser aufgenommen hat, wenn ich es nicht gemacht habe. Deswegen wäge ich das immer so ein bisschen ab und mache das nicht jedes Mal. Dann gibt es hier den Ultraschall. Dort kann natürlich dann geschaut werden, hat die Stute auch wirklich nur ein Embryo im Bauch oder sind es halt eben zwei. Und nach 10 Tagen der Schwangerschaft, der Trächtigkeit in dem Fall, kann der Tierarzt natürlich auch das Geschlecht prüfen. Das heißt, ihr wisst vorher schon, ob eure Stute ein kleines Hengstfohlen oder ein kleines Stutfohlen erwartet. Wer das nicht machen möchte, der kann natürlich auch sehr, sehr gerne das einfach offen lassen und sich überraschen lassen. Das ist dann auch kein Problem. Ja, dann gibt es einen Punkt, Wallach eines Hengstes. Das heißt, ihr könnt euren Hengst zu einem Wallach machen. Sprich, einmal schnipp, schnapp und ja, da fehlt was Gewisses. Genau, habe ich noch nicht gemacht, weil ich es einfach Blödsinn finde. Entweder möchte ich einen Hengst behalten oder ich gebe ihn halt eben einfach weg. Aber dass ich jetzt einen Wallach draus machen würde, nur weil ich nicht mit ihm züchten möchte, habe ich noch nicht gemacht. Da jetzt extra 175 Coins für zu verballern, finde ich jetzt ein bisschen, für mich persönlich finde ich es nicht wichtig. Dann gibt es hier, übersetzt Google immer ganz schön, Samenstrohsammlung. Das heißt, ihr könnt den Samen eures Hengstes sammeln. Sie können es verkaufen, habe ich noch nie gemacht. Also wer da Ahnung hat, wie man das verkaufen kann. Ich habe da so einige Sachen, die, ja, einige Samen, die ich nicht brauche und die ich vielleicht verkaufen würde. Ich weiß nur nicht wie. Oder ob das überhaupt schon im Spiel ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, für später gefroren aufbewahren und damit eine ihrer Stuten besamen. Das heißt, ihr könnt eine Stute auswählen und könnt sie dann durch die Besamung, das ist der Punkt, der da mit reinfließt, ne, wenn ihr eure Stute hier Hormonen, euren Stuten Hormone gegeben habt, könnt ihr sie auch besamen lassen. Das kostet 300 Horse Reality Coins und dann bekommt ihr auf der rechten Seite, wenn ihr dann oben klickt, ich habe jetzt leider keine Stute hier, bekommt ihr dementsprechend die ganze Auswahl an Hengsten, die dazu passen könnte. Dort könnt ihr dann auswählen, ob ihr den Hengst haben wollt, passt er dazu, gibt es irgendwie Verwandtschaft untereinander, sind das vielleicht Cousin, Cousine sozusagen, dann passt das halt auch nicht so gut, weil es eventuell Inzucht geben kann. Ja, das spielt halt so ein bisschen damit rein. Ihr könnt hier dementsprechend dann das Ganze sammeln. Ganz einfach hier klicken und schon habt ihr dementsprechend, das zeige ich euch hier einmal, im Gefrierschrank habt ihr dann die ganzen Samen. Und da seht ihr, ich habe verdammt viel Samen gesammelt, auch schon von Pferden, die ich gar nicht mehr habe, die schon lange meinen Stall verlassen haben von verstorbenen Hengsten. Die sind mir natürlich immer sehr, sehr heilig. Und zum Beispiel hier von Balioso, meinem Herzenspferdchen, der leider verstorben ist schon. Ja, von vielen, vielen, vielen verschiedenen Hengsten habe ich hier schon was gesammelt. Und ja, die kann man dann halt eben dementsprechend nutzen. Und das sammelt ihr halt eben hier bei der Samenstrohsammlung. Und last but not least gibt es noch den klinischen Check. Dort könnt ihr halt eben euren Hengst, wenn er 7 Jahre alt ist, einmal checken lassen und bekommt dann entweder ein Prädikat, wird also ausgezeichnet, oder er bekommt es nicht. In den meisten Fällen ist es bei mir leider so gewesen, dass mein Hengst kein Prädikat erhalten hat. Aber ich habe auch schon den einen oder anderen gehabt, der hat dann dieses Prädikat erhalten. Ob das wirklich dann so viel besser ist, ja, man könnte hergehen und kann dann halt eben ein bisschen mehr nehmen. Ob die Züchter da wirklich mehr für bezahlen wollen, ist dann die andere Sache, ne? Das muss man immer so ein bisschen einzeln abwägen. Naja, und so könnt ihr halt fröhlich
euren Gefrierschrank bald überquellen lassen mit diesen ganzen vielen kleinen Röhrchen. Wie gesagt, also Tierarzt ist ganz wichtig, der Schmied ist ebenso wichtig. Und ja, wenn ihr das alles beherzigt, dann habt ihr gute Chancen, eure Pferde in die Wettbewerbe und in die Komfortshows zu schicken. Denn ja, ein Pferd, das keine Leistung bringen kann, weil es krank ist, ja, woher soll das dann dementsprechend kommen? Natürlich ist, ist auch Vermögen eures Pferdes wichtig. Dazu könnt ihr halt eben dann schauen. Dazu zeige ich euch dann einmal meine neuen Pferde, die ich dann bekommen habe. Ihr habt ja einmal für die Konfos die Aufstellung halt eben very good, good, ja, average, das heißt durchschnittlich, oder halt eben below average für unterdurchschnittlich. Und bekommt natürlich auch hier die Ergebnisse von den Konfos. Hier drei erste Prämien bei der Stute dementsprechend. Und in der Genetik bekommt ihr hier das genetische Potenzial. Das ist wieder wichtig für ja, die Wettbewerbe. Wie gut ist euer Pferd dementsprechend in den Wettbewerben? Ihr bekommt dann hier nochmal eine Züchterberatung, in dem dann halt eben so ein bisschen was über das Pferd steht. Und wo ihr so ein bisschen auch ablesen könnt, wie gut das Pferd dann letzten Endes in den Wettkämpfen ist. Hier unten seht ihr dann immer, wofür euer Pferd empfohlen wird. Hier steht jetzt, ich denke, dieses Pferd hat nicht das Zeug, groß zu werden. Wenn Sie immer noch mit diesem Pferd konkurrieren möchten, wählen Sie zumindest Fahren. Dort werden Sie höchstwahrscheinlich etwas gewinnen. Das steht aber bei vielen Pferden, die sowieso ein niedriges GP haben. Das ist einfach so meine Erfahrung. Kann hilfreich sein, kann aber auch irreführend sein, wenn man wirklich ein Pferd sucht, was eben gut ist. Ich finde, bei den Werten, das geht jetzt eigentlich noch. Es gibt natürlich immer noch etwas bessere, die halt eben auch hier die drei gut, very good dann auch haben. Aber mir hat die Stute sehr gut gefallen. Und deswegen. Und wenn ich sie jetzt halt eben in die Wettkämpfe schicken möchte, habe ich die Möglichkeit, sie erstmal auszubilden. Sie ist jetzt, also das ist jetzt hier eine kleine Stute, die 2 Monate jung ist. Don't worry heißt sie. Ja, und die kann ich halt eben dann durch diese Sachen hier ausrüsten. In der Ausbildung könnt ihr auswählen, wie lange ihr halt eben euer Pferd ausbilden möchtet. Für Fohlen empfehle ich euch auf jeden Fall und auch für die Großpferde, einmal diesen Punkt zu nehmen und 45 Minuten. Das ist immer das Optimalste, weil dann könnt ihr eure Pferde zumindest noch in die Wettbewerbe schicken. Nehmt ihr 100%, dann habt ihr zwar bei den Großpferden etwas mehr, das Ganze voll, aber ihr könnt sie nicht mehr in die Wettbewerbe schicken, weil dann sich erst das Ganze wieder hoch ja, wieder auffüllen muss, das Energielevel eurer Pferde. Ne? Jetzt hat die kleine Maus noch ein Energielevel von 25%. Sie kann ich zwar noch nicht in die Wettbewerbe schicken, aber in die Komfortshows. Ne? Das heißt, ich kann also hergehen, einmal die Komfortshows aufrufen, Brabanta in dem Fall, und wir sehen, das hat das Spiel auch neu gemacht. Man kann halt hergehen, direkt hier einmal dort das Häkchen machen. Ich muss jetzt nicht mehr jedes einzelne geben Sie für 30 anklicken, ne, so wie es vorher war, sondern ich kann jetzt einmal hier klicken und dann geben Sie ausgewählt ein. Ich kann natürlich auch das ein oder andere Pferd rauslassen. Das heißt, ich könnte jetzt Chocolate Dream nehmen, Jimmy Snow, Sania und Damien und kann alle anderen Pferde sein lassen. Und würde dann halt eben nur die 4 dementsprechend testen. Jetzt können wir in die Komfortshows mal einmal reingucken, in die Ergebnisse. Und da sehen wir halt eben, ja, die Ergebnisse, die momentan die Pferdchen haben. Es hat noch niemand anderes seine Pferdchen reingegeben, also ist das auch erstmal vorläufig. Das endgültige Ergebnis erfahrt ihr dann hier oben in diesem kleinen, ne, erfahrt ihr dann hier dementsprechend in euren Nachrichten. Genau.
Nehmen wir einmal wieder zurück. Denn wir wollen uns auch noch die Mama angucken. Na, gehen wir auf die Zusammenfassung. Da ist die Mama Chocolate Dream. Sie hat ein ganz klein bisschen bessere Werte als ihre Tochter. Insofern, als dass sie halt eben hier kein unterdurchschnittlich hat, sondern ein durchschnittlich. Mir hat einfach die Farbe von der Stute sehr gut gefallen. Mit 520 GP ist sie jetzt nicht der Kracher, aber halt einfach die Farbe hat's gemacht, ne? Und die Brabanter sollen eine Farbzucht bei mir sein. Von daher ist das Ganze dann nicht so schlimm. Dann habe ich am Markt ergattern können diesen jungen Burschen, einen kleinen Lusitano-Hengst. Ich wollte gern einen Cream-Hengst haben noch. Und ja, er hat 8 Good, 4 Average leider, aber die verteilen sich recht gut. Leider eins im Galopp, eins im Trab und die anderen beiden sind auf der anderen Seite. Ja, 2 große G und ein Cream. So schaut das Ganze aus. Ne? E und A ist jeweils klein. Ja, mal gucken, wie der Bursche aussieht, wenn er dann groß ist. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Die Eltern sind Parvis und Parvane. Richtig hübsch sind sie auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ja, der so ein bisschen aussehen wird wie sein Vater. Da wäre ich schon richtig happy. Und deswegen, ja, habe ich ihn halt eben ausgewählt. Und jetzt steht er bei mir im Stall. Und da wollte ich euch eigentlich genau die Glücksfee zeigen. Kleiner Fail, aber verzeiht mir, das ist halt eben der Erklärung eigentlich geschuldet. Die kleine Glücksfee hat 9 Very Good, 2 Average und ein Good. Genau. Und die hat durchweg erste Prämien. Da muss ich sogar noch was verbessern. Die hat nämlich schon viel, viel bessere Werte wieder gehabt zwischendurch. 87er Werte und da bin ich richtig happy drüber, dass ich die auch am Markt gefunden habe und mal gespannt, wie sie sich dann in meiner Zucht auch machen wird. Es gibt Hengste, habe ich gesehen, die alles gut haben oder halt eben sehr viel Very Good und auch hier im Kanter und Galopp halt eben gut haben. Aber ich sehe nicht ein, dafür so viel DPs auszugeben und so viel Horse Reality Coins, nur um mit diesem Hengst zu züchten. Ich würde es irgendwie selber schaffen und das ist so mein Ziel, da halt eben irgendwie was Besseres draus zu machen. Vielleicht habe ich ja das Glück und irgendwann habe ich selber mal einen Hengst oder eine Stute mit allem wenigstens gut. Dann bin ich auch schon zufrieden. Muss kein Very Good unbedingt dabei sein. Ja, sie hat 512 GP, ist auch ein bisschen kleiner von der Zahl her, aber wie gesagt, mir geht es darum, möglichst halt eben das Average hier wegzukriegen, schöne Farben zu haben und Füchse mag ich sehr, sehr gerne. Von daher passt das alles schon. Naja, im Labor könnt ihr eure Pferde halt eben testen lassen, welche Genetik sie dann halt eben haben, ob sie Cream haben, ob sie ein großes E, ein großes G, was wir auch immer haben, um halt eben sie dann züchten zu können. Dann gibt es hier die University, die ist halt eben dann da, da könnt ihr studieren und könnt dann, wenn die irgendwann mal so weit sind im Spiel, dass man das dementsprechend auch gründen kann, könnt ihr ein Unternehmen gründen. Ich kann, wenn die das dann machen, Pferdetrainerin sein und ja, damit dann auch ein bisschen Geld verdienen. Dann gibt es die Clubs. Ich bin im Club von Edith mit drin und bin da sehr, sehr gerne. Sind wirklich super liebe Leute drin und da könnt ihr halt eben auch ja, einen eigenen Club erstellen für 500 DP. Und dann eine monatliche Gebühr von 1500 Horse Reality Coins. Die Gäste bzw. Mitglieder des Clubs zahlen halt jeden Monat auch eine festgelegte Summe, die ich aber auch gerne zahle, einfach weil wir eine schöne Gemeinschaft da auch haben. Man kann miteinander züchten, man kann Wettbewerbe machen, das ist halt eben auch eine schöne Sache. In der Foundation könnt ihr neue Pferde kaufen für 5000 Horse Reality Coins und ihr müsst halt eben die Foundation Tickets haben.
Da gibt es halt verschiedene Pferde, die man dann halt eben auswählen kann. Da darf ich jetzt überhaupt hinsehen, sonst kaufe ich wieder nur irgendwas. Ganz schnell hier wieder raus. Dann gibt es das Retirement. Da könnt ihr halt eben Pferde reingeben, die ihr nicht mehr haben möchtet oder die halt eben einfach zu schlecht sind für Shows und so weiter, die ihr nicht verkauft bekommt, ja, um halt eben Platz zu schaffen. Das ist einmal ein Großhändler, bei dem ihr dann eure Sachen kaufen könnt, wenn ihr Firmeninhaber seid, das heißt irgendwann dann mal ja das ganze Firmenimperium gründen könnt. Dann gibt es den Markt, wo ich auch immer nicht hin darf, weil ich immer wieder was Tolles entdecke. Da könnt ihr halt eben Pferde kaufen oder eben drauf bieten, je nachdem, was halt eben angeboten wird. Im Equistore bekommt ihr verschiedene Sachen wie halt eben ja Stall, Stroh und Flachs halt eben für die Dressur, fürs Fahren, für die Ausdauer, also für die verschiedenen Wettbewerbe bekommt ihr halt eben dann die Ausrüstung und bekommt die Halfter, die ihr braucht für die Komfo-Shows. Genau, auch damit erhöht ihr natürlich das Exterieur für eure Pferde um 3 Punkte. Das heißt, ein Pferd, was vielleicht sonst nicht unbedingt oben landen würde von den Plätzen her, ist dann vielleicht doch mal unter den ersten Plätzen dabei. Ja, und last but not least haben wir den, ja, Wildpark, wo ihr Wildpferde fangen könnt. Dafür braucht ihr hier die Wildlife-Tickets. Da gibt es im Moment, gehe ich mal eben auf den Wiki. Hoppala. Ja. Im Moment gibt es halt eben in Europa die Camargue-Pferde und die Exmoor-Ponys und in Nordamerika den Mustang. Das wird sich auch irgendwann mal ändern, aber wenn das soweit ist, dann werde ich euch dementsprechend schon Bescheid geben und das in ein Video packen. Über den Airport könnt ihr zu den verschiedenen Ländern reisen. Das heißt, wenn ihr dort mal auf die Märkte schauen wollt oder halt eben in den Wildlife Park möchtet, dann müsst ihr einmal reisen. Allerdings müsst ihr beachten, dass es eine Abklingzeit gibt. In dieser Zeit könnt ihr nicht auf eure Pferde zugreifen, weil ihr nicht auf demselben Kontinent seid. Das heißt, ja, unter Umständen seid ihr in Nordamerika und müsst 100 Minuten warten, bis ihr wieder zurück könnt. Und dann halt eben züchten könnt, ja, wieder am Markt selber was machen könnt. Ihr könnt sie nicht besamen und so weiter halt eben, ne? Also das ist schon eine Sache, das müsst ihr halt beachten, dass ihr die Zeit halt eben auch einplant. Genau. Haben wir jetzt alles? Ich glaube ja. Ich bin mal gespannt, ob noch das ein oder andere dazukommt. Wir sehen hier ja auch noch Stadium. Vielleicht kommt das auch irgendwann noch dazu. Ist noch grau unterlegt, aber da kommt vielleicht noch irgendwann mal was. Genau. Ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, eure Fragen beantworten. Ja, es gibt viel, was man halt eben hier im Spiel machen kann. Das ist nicht einfach nur, ja, ich versorge meine Pferde und dann züchte ich ein bisschen. Also die kriegen dann Fohlen und das ist halt eben das Wenigste, was ich euch zeige. Meine Fohlen, meine Neuzugänge und so weiter. Das ist halt nicht alles, was in dem Spiel passiert. Ihr könnt hier verdammt viel machen. Und es ist schon so ein bisschen Strategie, so ein bisschen zu überlegen, mit welcher Ausrüstung, ja, lasse ich mein Pferd an dem Wettkampf. Das macht auch viel, viel aus. Also wenn ihr mal schaut. Wir gehen einfach mal in den Equistore kurz rein, das erkläre ich noch eben. Einfach mal im Western, also im Weighing, wie es auch genannt wird, da gibt es halt bestimmte Werte und die verbessern euer Pferd. Diese Ausrüstung zum Beispiel verbessert euer Pferd um jeweils diese Punkte. Das heißt hier einmal um 1 und hier um 4. Die beste Ausrüstung ist einmal diese Ausrüstung, denn sie verbessert euer Pferd um jeweils 5 Punkte pro Ausrüstungsteil. Damit verbessert ihr natürlich auch mal Pferde, die vielleicht sonst nichts reißen könnten bei den Wettbewerben.
Was ich auch als Tipp mitgeben kann, und ich hoffe, das machen mir da nicht allzu viele nach, weil dann habe ich wieder den Tipp versaut, schaut irgendwie, dass nicht so viele Leute daran teilnehmen. Je weniger Leute daran teilnehmen, ich lasse zum Beispiel meine Pferde gerne nachts an die Wettbewerbe ran, weil dann weniger Leute da sind und die Chance, dass eure Pferde dann die ersten Plätze bekommen, etwas größer sind. Da müsst ihr halt eben schauen. Das ist auch tagesabhängig mal. Also auch am Tag habt ihr die Chance, mal mehr, mal weniger gut eure Pferde platzieren zu können. Es ist schon Strategie, ihr merkt, ne? Also man muss ein bisschen überlegen. Das ist nicht einfach nur so, ja, ich klicke mich mal so durch und dann bin ich fertig. Ne? Versorgt eure Pferde immer gut. Seht zu, dass ihr halt eben auch euren täglichen Bonus bekommt. Den bekommt ihr hier einmal hier oben. Den bekommt ihr tagtäglich. Müssen wir mal schauen. Tägliches Interesse von 1643 HRC. Ja. Auch da ist so ein bisschen Strategie, wie viel man halt eben bekommt. Ab einer bestimmten Summe, ab 200.000, bekomme ich nur noch 0,8%. Man kann das hier aber auch ein bisschen variieren. Ne, also es ist verdammt viel, was man so da halt eben machen kann. Ja, ihr Lieben, wie gesagt, also, wenn jetzt noch Fragen offen sind, dann stellt sie sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ich habe unglaublich Schwarmwissen in der Community, die helfen euch sehr, sehr gerne weiter. Ich helfe euch auch sehr gerne weiter, soweit ich die Zeit dann finde. Und wenn ihr wollt, dass ich vielleicht auch mal für Noble Horse Champion das mache, dann auch das gerne unten in die Kommentare rein. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Das Video ist verdammt lang geworden, aber wenn man dann einmal alles erklären möchte, dann ja, ist das halt eben auch mal nötig. Ihr Lieben, bleibt gesund und munter. Wenn ihr gerade krank seid, dann wünsche ich euch eine gute Besserung. Werdet schnell wieder gesund. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.